Ja, Bluebis Encoding. Mal kurz Frage in die Runde zur Eröffnung. Wer hat sowas schon mal gesehen? Ja, für mich. Wer hat sowas noch nie gesehen? Wem ist das noch nie runter? Thomas, jetzt erzähl nichts. Du hast es vielleicht noch nie selber gemacht, aber ich habe Auch gesehen. das. Gesehen vielleicht schon mal. Okay. Ja. Also ja, das ganze Ding hat irgendwas mit Encoding zu tun. Es sind irgendwelche komischen Zeichen. Ja, was ist eigentlich ein Zeichen überhaupt? Wikipedia ist natürlich ganz schlau, sagt die kleinsten im Schreibfluss aufeinanderfolgenden Einheiten einer Schrift. Vielen Dank. Ja, grundsätzlich relativ klar, was ein Zeichen ist. Es ist irgendwie ein Symbol, zum Beispiel so ein Großbuchstabe oder ein Umlaut oder ein Hindi-O ist das, glaube ich. Oder ein japanisches Pferd ist auch ein Zeichen. Die Rakete, vielleicht den auch schon der ein oder andere mal benutzt. Und ganz wichtig auch das N mit Metal-Umlaut. Also auch das ist ein Zeichen. Die 9 ist vielleicht ja, eine Ziffer, aber in dem Fall eine Zahl, ein Zeichen. Also können verschiedene Dinge sein. So ein Zeichen an sich ist erstmal nur das Symbol. Das heißt, es hat einen Namen vielleicht, hat in unterschiedlichen Sprachen vielleicht auch unterschiedliche Namen. Aber es hat an sich erstmal noch keine Bedeutung. Außer vielleicht im Japanischen, aber das ist ein Ausnahmefall. Ja, nächstes Thema. Jetzt hat man natürlich ein Zeichen. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mehrere Zeichen zu haben. Und da sind wir ganz schnell beim Zeichensatz. So ein Zeichensatz ist natürlich erstmal so eine Ansammlung von Zeichen, also so ein Zeichenvorrat. Ja, der Begriff Zeichensatz hat aber in der IT so ein bisschen eine spezielle Bedeutung. Nämlich eine Abbildung zwischen Zeichen und Zahlen. Also wir haben irgendwo die Möglichkeit, in einem sogenannten Zeichensatz einem Zeichen, also zum Beispiel der Ziffer 9, einen Wert zuzuordnen, zum Beispiel die 57, völlig willkürlich, oder dem Großbuchstaben F die 80 oder der Rakete die 128.640. So weit, so gut. Ja, jetzt haben wir natürlich hier irgendwie so ein paar Zahlen und ein paar Zeichen, aber woher kommt das eigentlich alles? Ja, das Ganze beginnt, das heißt, es beginnt, formal beginnt es im Jahr 1963, als sich die American Association for, boah, wie hieß sie? Warum sehe ich das hier eigentlich nicht? Ah, jetzt sehe ich es. Die American Standards Association. ASA, heutzutage heißt die ANSI, also das American National Standards Institute, sich Gedanken gemacht hat, wie man so einen Zeichensatz denn standardisieren könnte. Und dabei kam dieses ASCII raus, was 7 Bit sind also 128 Zeichen, und das 8. Bit ist für Fehlerkorrektur zum Beispiel benutzbar. Also das heißt, die Bytes hatten damals schon 8 Bit, aber hat irgendwie nur die unteren 7 benutzt davon. Jetzt, wenn man sich mal überlegt, 128 Zeichen, das ist echt nicht die Welt. Wenn man überlegt, man hat irgendwie 26 Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung, hat 10 Ziffern, die man irgendwo unterbringen muss, hat ein paar Klammern. Also ich glaube, die meisten dieser 127 Zeichen tippen fast alle von uns jeden Tag. Ja, das heißt, irgendwie reicht das vielleicht nicht an einigen Stellen. Ja, und dann kam IBM um die Ecke. Hallo? Ah, ich muss das wieder rüberklicken. Okay. Ich habe es sogar hier aufgelistet, wie sich die zusammensetzen. Also wir haben 33 Steuerzeichen von 0 bis 31 und die 127, die sind einfach nicht druckbar, werden halt für zum Beispiel bei einem Nadeldrucker benutzt, um den Wagen nach links zu fahren oder solche Sachen. Also kommt ja alles noch aus einer Zeit, wo das sehr leitungslastig war, sage ich mal. 26 Großbuchstaben, 26 Kleinbuchstaben, 10 Ziffern. 9 Satz- und Anführungszeichen, 6 Klammern, 7 mathematische Operatoren, ein Leerzeichen und 10, ich sag mal, sonstige Zeichen, die da noch irgendwo sind. Und das war's auch schon. Mehr Zeichen gibt es nicht im ASCII. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch keine Umlaute. Und wie ich gerade schon angekündigt habe, kam dann irgendwann IBM um die Ecke. Die haben das 1963 auch standardisiert, wahrscheinlich, weil sie sich von ASCII so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und haben das mal runtergeschrieben. Das ganze Ding gab es vorher schon. Es spricht sich übrigens EBCDIC aus, offiziell.
kommt von IBM und wurde 1963 standardisiert. Das gab es aber alles schon vorher. Das ist halt so Lochkartenzeug. Also das ist schon in den 40ern, glaube ich sogar schon in den 30ern entstanden. Und natürlich, weil es so schön ist, inkompatibel zu ASCII. Dafür haben sie Umlaute. Ein schöner Punkt an der Stelle, die Buchstaben sind in dem Encoding nicht aufeinanderfolgend. Also das I hat zum Beispiel die 137, das J ist die 145. Kommt einfach daher, dass sie, ich weiß nicht, wer es kennt, dieses BCD da drin, Binary Coded Decimal, dass da so diese Ziffern von 0 bis 10 halt eine besondere Rolle spielen, was jetzt mit dem Binärformat halt nur so halb zusammenpasst. Ja, und so hat es sich halt ergeben, dass da Lücken drin sind und dass das halt alles inkompatibel ist. Dieses EPSIDIC-Zeug ist immer noch verbreitet tatsächlich, aber nur auf IBM-Großrechnern. Also im AS400-Umfeld, wer da mal damit in Berührung kommt, das ist eine ganz eigene Welt, auch was schon ab, was das angeht. Ja, 85 kam dann Microsoft um die Ecke mit seinem Windows 1252. Da haben sie mal versucht, das ASCII ein bisschen zu erweitern, um die Zeichen, die man halt normalerweise braucht, also vor allem Umlaute und irgendwelche Akzentzeichen und was weiß ich nicht noch alles, ist tatsächlich auch abgeleitet von dem ASCII. Das heißt, die ersten 128 Zeichen sind identisch dazu und die nächsten 128, die da halt noch dazukommen, die sind halt jetzt speziell. Die haben sich, hat sich Microsoft aber auch nicht selbst ausgedacht, sondern die haben sich von was inspirieren lassen, was 2 Jahre später auch standardisiert wurde. Und das ist einer der am weitesten verbreiteten Zeichensätze. Das ist diese ISO 88591, offiziell heißt er wohl so. Unterscheidet sich in ein paar Zeichen von diesem Windows 1252. Also die sind nicht völlig identisch. Hat den Hintergrund, dass Microsoft während der Standardisierung von diesem ISO-Ding da zwar gespickt hat, aber sich der Standard danach nochmal geändert hat. Das heißt, die haben sie im Prinzip einen Branch gemacht und haben ihr eigenes Ding gemacht. Und wie das halt bei Branches so ist, am Ende passen sie nicht mehr zusammen. Und zum Mergen geht an der Stelle halt auch nicht, weil in dem Moment, wo das Ding einmal draußen war, wurde es natürlich auch an allen möglichen Stellen verwendet. 1991 kam dann ein ganz großes Ding. Das ist auch ein bisschen anders als die anderen. Nennt sich Unicode. Wer hat schon mal was davon gehört? Das freut mich. Weil das ist der Standard, der im Prinzip die anderen letztlich auch ablösen sollte und das hoffentlich auch irgendwann vollständig schafft. Als Unterschied zu den anderen hat er nämlich nicht nur 256 Zeichen, sondern der hat insgesamt, Moment, da muss ich spicken, er könnte theoretisch 1.141.000 und noch was und benutzt werden davon momentan 137.929 Zeichen in 150 verschiedenen Schriftsystemen. Also da ist von Emojis über die Standardbuchstaben, Umlaute, japanische Schriftsätze, chinesische Hindi und was weiß ich nicht alles, also da ist wirklich alles Mögliche dabei. Es gibt sogar einen Bereich, der dafür reserviert ist, von Benutzern erweitert zu werden. Also da gibt es zum Beispiel Schriftarten, die dann die nicht gemappten Zeichen auf Klingonisch mappen und sowas. Also gibt es alles. Das gibt Unicode alles her, aber irgendwie, naja, wir haben jetzt mehr als 256 Zeichen. Unsere Bytes haben aber irgendwie nur 8 Bit, das heißt, wir kriegen nur 256 Zeichen damit abgebildet. Und genau an der Stelle unterscheidet sich jetzt Unicode von den anderen. Unicode sagt erstmal nur, naja, ich habe halt irgendwie ein Zeichen und dem ordne ich eine Zahl zu. Die Zahl kann erstmal im Bereich von 0 bis Millionen irgendwas liegen. Wie ich das dann letztlich auf Bytes mappe, das ist noch ein anderes Thema. Und da kommen diese schönen Begriffe UTF-8, 16 und 32 ins Spiel. Und unter anderem auch ein von IBM ausgedachtes UTF-EPSIDIC. Wie sollte es anders sein? Also die haben natürlich ihren Standard auch entsprechend aufgebohrt. Ja, aber auch das setzt sich halt nur auf dem Großrechner durch. Aber auch die können jetzt Emoji. Ja.
UTF, oder UTF ist, steht für UCS Transformation Format. Das ist natürlich ein schönes Akronym mit einem Akronym drin. Und das UCS steht für Universal Coded Character Set. Ich weiß nicht, wo das zweite C hin verschwunden ist in dem Akronym. Ja. Aber gehen wir mal im Detail rein. UTF-8 oder UTF-8. Wir haben also irgendwie diese Millionen Zeichen und müssen die irgendwie auf Bytes runterbrechen. UTF-8 macht es so, dass es die ersten 128 Zeichen, also die bis hexadezimal 7f, das ist 127, auf 0, hallo? Okay, jetzt. Auf 0xxxx mappt, also das heißt, die 7 Bit, die da aus dem Zeichen, aus dem Code Point quasi kommen, die werden einfach runtergeschrieben in das entsprechende Byte. Der nächste Schritt ist dann bis 7ff, das ist 2047. Da wird es, werden im Prinzip zwei Bytes draus gemacht. Die höheren 5 Bit davon landen in dem ersten Byte und die unteren 6 Bit in dem zweiten Byte. Und die haben halt ein paar feste Bits, damit man sie erkennen kann. Also die überschneiden sich halt auch nicht. Das heißt, wenn vorne eine 0 dran steht, kann man sicher sein, okay, das ist ein Einzelbyte. Wenn vorne ein 1-Bit, also ein High-Bit dran steht, dann weiß man, okay, da kommt noch mehr. Und das Ganze geht jetzt nochmal weiter für bis FFFF. Das ist diese sogenannte BMP, die Basic Multilingual Plane, was so ein Begriff aus dem Unicode-Umfeld ist. Die geht bis genau dahin, das ist 65.535. Also sind insgesamt 65.536 Zeichen. Bis dahin geht es mit 3 Bytes und alles, was darüber hinausgeht, unter anderem die ganzen japanischen und chinesischen Zeichen, die liegen alle in dem Bereich über dieser 65.000 irgendwas. Und die brauchen dann 4 Bytes. Das heißt, ein Zeichen ist nicht mehr unbedingt nur ein Byte, sondern es kann durchaus auch sein, dass es bis zu 4 sind. Danach ist aber Schluss. Also mehr als diese 4 Bytes gibt es nicht. Gibt entweder der Unicode-Standard nicht her. Ja, soweit zu UTF-8. Fragen dazu? Zwischendurch? Wenn nicht, dann mache ich mit UTF-16 weiter. Da sieht das so ähnlich aus. Im Prinzip geht es wieder los. 16 heißt natürlich 16-Bit. Das heißt, wir können irgendwie die ersten 16-Bit-Zeichen, also die ersten 65.536, direkt bitmäßig runterschreiben, das ist wieder diese BMP. Und alles, was darüber hinausgeht, wird wieder mit speziellen Ken-Bits, speziellen Marker-Bits in ein sogenanntes High-Surrogate und ein Low-Surrogate aufgeteilt. Warum steht hier Y und Y und nicht XXX? Weil das nicht genau die Bits aus dem Zeichen, aus der Zeichennummer sind, sondern da findet erst noch vorher eine kleine Berechnung statt. Da wird erst noch 65.536 subtrahiert, weil die Zeichen ja alle oberhalb von diesem Punkt liegen. Das heißt, das oberste Bit braucht man eigentlich nicht mit speichern. Ja, jetzt hat man natürlich hier das Problem, dass man irgendwie 2x16 Bit hat. Was macht man aus 2x16 Bit? Naja, 2 Byte. Welches Byte schreibt man zuerst? Und das heißt, es gibt hier an der Stelle zwei Varianten. Einmal UTF-16-LE und einmal UTF-16-BE, was so viel heißt wie Big Endian und Little Endian. Das, was Endian heißt, halt, also das Byte kommt nicht am Ende, sondern es kommt am Anfang. Das heißt, bei Big Endian kommt das höchstwertige Byte zuerst. Also da kämen erst diese 8 Bit und danach die. Beim Little Endian kommen erst die und dann die. Und hier unten nach hat man das Ganze halt zweimal. Ich falle übers Kabel. Genau. Heißt natürlich auch, dass nicht alle Zeichen hier in dieser BMP erlaubt sind. Das heißt, man hat hier auf einmal so ein paar Bits, wo man eigentlich oben sagen könnte, okay, wenn das oben mit 110110 beginnt, dann ist das so ein High Surrogate eigentlich, aber irgendwie ist das ja kein vollständiges Zeichen. Und deswegen gibt es in Unicode tatsächlich einen verbotenen Zeichenbereich und der fällt genau in diese beiden Blöcke von den Surrogate Pairs. Das heißt, alle 16-Bit-Folgen, die mit 110011 beginnen, sind einfach in Unicode keine gültigen Zeichen. Ja, UTF-32 ist im Prinzip der einfachste Fall. Das heißt, jedem Zeichen wird einfach
werden einfach die 32 Bit, so wie sie sind, zugeordnet. Das heißt, da braucht einfach jedes Zeichen seine 4 Byte. Auch da natürlich wieder die beiden Varianten. Schreibt man das niederwertigste Byte zuerst oder schreibt man das höchstwertige Byte zuerst? Genau. Also das ist im Prinzip wieder das gleiche wie bei UTF-16, nur dass man es jetzt halt mit 4 Bytes macht. So weit, so gut. Aber wo ist es überhaupt relevant? Wo seid ihr schon mal mit Encoding in Berührung gekommen? CSV exportieren und in Excel öffnen. Oh, ja. CSV exportieren und in Excel öffnen, ja. Okay. Noch jemand? Niemand? Doch, tatsächlich. Ja. Wenn man studiert hat, eine Schrift erstellt, wenn du die exportierst und lädst als normale Schrift und tippst irgendwelche Zeichen, die du also noch nicht erstellt hast, kriegst du das ja auch. Ja, das heißt, irgendwelche Zeichen, die nicht bekannt sind. Oder den vergessen. Dennis. Bei der Git-Installation? Bei der Git-Installation. Das musst du jetzt genauer erklären. Das wäre erklärt, ob man den Zeichensatz, den Remote-Zeichensatz beibehalten will. Oder ob man das zum Beispiel in Microsoft-Standard umarbeitet. Ah, okay. Also, das ist ja im Prinzip im Repository, dass du die Sachen, die du da drin hast, ob er automatisch Umlaute konvertieren soll oder nicht. Ja, sowas. Also nicht nur Umlaute natürlich. Ja, das ist auch ein Thema. Also grundsätzlich immer, wenn es um Zeichen geht, was praktisch überall ist. Zum Beispiel, wie liegt in Java denn ein String im Speicher? Es war UTF-16 bis Java 9. Es ist auch immer noch UTF-16, aber seit Java 9 gibt es eine Alternative dazu. Nämlich, wenn alle Zeichen von diesem String in den ISO 88501 fallen, dann wird er als ISO 88591 gespeichert und dann halt in irgendeinem Flag gesetzt. Nennt sich Compact Strings, ist noch nicht so alt, aber spart halt die Hälfte an Speicher, wenn man sich wie meistens in dem ISO 88591-Bereich bewegt. Ja, der Datentyp Char oder Character. Weiß jemand, wie viel Bit der hat? Niemand? Er hat 16. Wenn jetzt aber wir mit Unicode ankommen und sagen, naja, wir haben eigentlich über 1 Million Zeichen, das ist natürlich blöd, weil wir mit dem Char erstmal nur 65.536 hinkriegen. Und da kommen wir wieder in den UTF-16-Bereich. Das heißt, wir haben ein Character, ist nicht unbedingt ein Zeichen. Das heißt, es gibt durchaus auch Zeichen, die brauchen 2 Character. Das sehen wir gleich. Ja, und natürlich zum Beispiel bei HTTP, was geht ihm letztlich über die Leitung? Am Ende sind es Bits. Auf TCP-Ebene redet man vielleicht schon von Bytes. Das heißt, da ist zumindest die Bit-Reihenfolge irgendwie schon bekannt. Aber sobald man in die höherwertigen Protokolle oder höher gelegenen Protokolle kommt, hat man auch ganz schnell irgendwie so Zeichen, über die man redet. Also man hat zum Beispiel in der URL dieses Prozent-Encoding, Prozent2e. Das ist erstmal, das repräsentiert erstmal ein Byte. Wie wird daraus ein Zeichen? Da gibt es zum Glück ein paar Quasi-Standards an der Stelle. Das heißt, bei HTTP ist es üblicherweise so, dass das UTF-8 benutzt. Wobei, ja, manche Server sind da auch schlau und interpretieren es irgendwie anders oder versuchen es zumindest. Und scheitern dann, wenn es nicht geht. Aber genau, zum Beispiel %2e in der URL ist kein Byte, ist ein Byte und kein Zeichen. Aber die Servlet-API liefert uns alles als Strings. Das heißt, irgendwo muss da schon eine Konvertierung dazwischen stattfinden. Wenn ich in die URL-Adresszeile irgendwas eingebe, muss das ja am Ende irgendwie aus diesen Bytes, die das sind, wieder in einen String konvertiert werden, was wieder Zeichen sind am Ende. Oder Character, in dem Fall sind noch nicht mal Zeichen. Das heißt, da ist sehr viel, passiert schon sehr viel und wie ich schon gesagt habe, ist es an der Stelle quasi immer UTF-8. Was man noch hat, ist, wir haben natürlich auch irgendwelche Bytes, Bits und Bytes im Request-Body, die da mitgeschickt werden. Und dafür gibt es den Request-Setter-Content-Type, in dem man auch angeben kann, hey, das ist ein UTF-8-Zeichenstrom oder wie auch immer man es nennen mag. Bei HTML4 war das noch ISO 88591 als Standard.
Bei HTML5 hat sich das in UTF-8 geändert. Das ist natürlich auch sehr schön, weil in dem Moment, wo man seine Seiten von HTML4 auf HTML5 umstellt, muss man sich erstmal über sein Coding Gedanken machen. Was an sich nie verkehrt ist.